Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games und hier sind wir mit einem weiteren Ihre 100% Guide zu Quantum Break. Und zwar befinden 2010. Wir uns in Akt 4, Kapitel 3. Sind im Schwimmbad von 2010. Ich habe da oben Sie 2019 wissen, gesehen, sehe ich gerade natürlich. Das Schwimmbad 2010. 9 Sammelgegenstände gibt es. Und direkt gleich zum Start habt ihr zwei nebeneinander. Zum einen hier natürlich das Laptop, das ist der erste Handlungshinweis mit der E-Mail, die Gegenmaßnahme. Und direkt daneben ist das Radio für Bobby O'Trotts Radioshow aus dem Jahr 2010 natürlich. Was für ein toller 4. Juli das. So, dann 3 Kronon-Quellen gibt es auch hier in diesem Level wieder, die wir alle einsammeln können. Wir sind jetzt unterwegs. Auf dem Weg zur ersten ist hier alles relativ kurz gehalten, ist halt schnell abgefrühstückt, die Sammelobjekte. Da Kronenquelle Nummer 1 von 3. Mann. Ein kleiner Sprung hier, da war so ein bisschen Story dazwischen. Deswegen bin ich extra so hier vor dem Bild stehen geblieben, damit ihr genau wisst, an welcher Stelle wir im Spiel uns befinden. Und neben uns befindet sich Beths Notizbuch. Was glauben Sie, hat Beth verändert? Und machen uns dann auf dem Weg zur Kronenquelle 2 von 3. Die sich auf der anderen Seite hier rechts befindet. Rechts die Treppe hoch. Und dann gleich hier auf dem Absatz ist Kronenquelle 2 von 3. Also dann runter die Wand voller Kalender von Bess. Jahre. So, danach werde ich mal ein bisschen Zeitraffer wieder machen, damit das ein bisschen flotter geht zum nächsten Gegenstand hin. Und zwar bereits die 3. Kronenquelle, die wir hier aufsammeln werden. Müssen also einfach nur Bess folgen, die macht uns hier auch die Tür auf. Ich muss wissen, ob ich mich dann auf dich verlassen kann. Nicht die Treppe hoch, sondern gleich hier links abbiegen gesagt, in den Raum rein. Und hier ist dann die 3. von 3 Chronoquellen. Zwei Sammelgegenstände warten hier jetzt noch auf uns. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen. So, das ist der Raum, wo ihr die letzten beiden Sachen finden werdet. Benötigst du etwas Ausrüstung? Dann haben wir einmal ihren neuen Plan für 2010 hier auf dem Tisch liegen. Zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Und dann direkt neben uns ist das Storyboard, das Whiteboard für Monarchs Aufstieg. Und das war schon. Damit haben wir alle Sammelobjekte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst auf alle Fälle den Daumen nach oben da. Teilt das Video im Freundeskreis. Und vor allem abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, weil so werdet ihr über jedes neue Video informiert. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.